zusammen heute mal wieder ein kleines Tutorial zu einem Thema, das wohl mehrere Leute beschäftigt. Es geht um die Song Positions Punkte, die man setzen kann, um einen MIDI-File zu steuern. Und ich wurde jetzt schon ein paar Mal angefragt, ob ich da nicht mal ein Video zu machen könnte, wie man die genau setzt, worauf man achten soll und wie das Ganze funktioniert. Die Songpunkte sind dazu da, um einen MIDI-File so zu steuern. Das heißt, man kann eine bestimmte Stelle des Songs zurückspringen oder vorspringen, um halt den MIDI-File etwas länger spielen zu können. Spielen, ja. Hallo zusammen, da sind wir. Hallo zusammen, da sind wir mal wieder zu einem kleinen Tutorial. Heute soll es um die Songpunkte gehen, also diese Marker, die man sich setzen kann, um einen MIDI-File zu steuern. Das heißt, in einem MIDI-File an eine bestimmte Stelle zurück oder vorzuspringen. So kann man den MIDI-File länger laufen lassen und damit ja, den MIDI-File halt künstlich verlängern. Ja, wenn die Tanzfläche leer ist und gerade bei den letzten 5 Takten kommt ein Pärchen auf die Bühne zum Tanzen, dann ist es natürlich blöd, wenn der Song ruckzuck aus ist. Und mit diesen Song-Positions kann man dann wieder an einen Chorus oder an eine Strophe zurückspringen und so den MIDI-File halt nochmal laufen lassen ab einer bestimmten Stelle. Und das zeige ich euch heute, wie es funktioniert. Ich habe hier den MIDI-File Rock Me. Der ist relativ einfach gestrickt. Man muss bei den Positionen, die man wählt, natürlich schon ein bisschen aufpassen. Man kann nicht einfach irgendwo hinspringen und das soll schon vom Rhythmus passen, von den Übergängen eventuell ein bisschen angepasst sein. Da muss man schon mal ein bisschen tüfteln, bis man eine korrekte, gute Stelle gefunden hat, um diesen Punkt zu setzen, um halt wieder dahin zurück oder vorzuspringen, je nachdem, was man da braucht. Wir haben 4 Punkte, die man setzen kann. Und ich werde jetzt aber nur mal 2 Punkte setzen. Soll ja nur mal veranschaulicht werden, wie das Ganze funktioniert. Ja, wie gesagt, der Titel Rock Me von der Gruppe Vox Club habe ich hier mal ausgesucht. Die ist bekannt. Und mit diesem Song kann man da das Ganze mal ganz kurz zeigen. So, ich lasse den MIDI-File mal laufen und ich habe mir schon vorab 2 Punkte rausgesucht, wo ich die Song-Position-Punkte hinsetzen möchte. Das ist einmal bei Takt 13. Möchte ich zurückgehen, das ist so kurz vor dem Chorus und zwar jetzt. Diese Stelle möchte ich. Okay. So, also wenn ich jetzt weiß, dass hier eine gute Stelle ist bei Takt 13, dann gehe ich erstmal an diese Position zurück auf Takt 13 und jetzt eigentlich ganz simpel wird der SP1 doppelt gedrückt, also zweimal schnell hintereinander und dann erscheint auch die Meldung, dass diese Markposition gesetzt wurde. Das wäre Nummer 1. So, und jetzt suche ich eine Stelle für in das Ende zu kommen. Also der Song läuft durch und ich habe mir hierfür schon die Position 49 ausgesucht. Das ist der Übergang in den letzten Chorus. Der hat auch einen Tonartwechsel. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen mit dem Singen. Und da setze ich jetzt mal Songpunkt 2 hin. Das heißt wieder, ich gehe vor zu Songposition 49. Da möchte ich den
zweiten Punkt hinhaben. Und in dem Fall nutze ich jetzt mal SP4, dass ich auch sehe, oder ich denke, es ist vielleicht sinnvoll, sich klar zu machen, an welcher Position man den Punkt gesetzt hat. Zum Beispiel den ersten Punkt, dass man auf Strophe 1 geht, den SP2 auf den Chorus und jetzt zum Beispiel den letzten dann nutzt, um auf den letzten Chorus zu gehen. Ja? So, da ich hier den Übergang in den letzten Chorus habe, nutze ich den SP4 Doppelklick. So, und das war es im Prinzip schon. Jetzt muss man natürlich den Song abspeichern. Aber wir möchten das Ganze jetzt erstmal kontrollieren. Das heißt, ich gehe zurück auf Startposition. Lass den MIDI-File nochmal laufen. Der Titel spielt und dann drücke ich gleich mal Song Position 1. So, und zwar jetzt. Einmal gedrückt und jetzt ist der sofort auf Takt 13 gesprungen und spielt ab da diesen MIDI-File weiter. So, und nach diesem Chorus möchte ich dann nochmal auf Song Position 13, also Takt 13 zurückspringen, weil ich nochmal die Einleitung haben möchte. Dafür lasse ich kurz den MIDI weiterlaufen. Und durch einmaliges kurzes Drücken wird dann die Song Position angewählt. Und zwar jetzt. Und zurück. Seht ihr? So, und jetzt möchte ich in den Schluss gehen. Das heißt, ich nutze jetzt Song Position 4. Und zwar jetzt. So. Ja. Also, hier beim letzten hat man doch gehört, wenn man an der richtigen Stelle drückt, dann ist der Übergang gar nicht so zu bemerken oder zu merken. Und man kann, oder ich kann jetzt auch natürlich wieder, wenn ich jetzt hier am Ende des MIDI-Files bin, natürlich wieder zurück auf meinen Takt 13 springen, wobei ich muss jetzt wieder berücksichtigen, hier ist jetzt ein Tonachtwechsel. Gell? Also da muss man sich vorher schon ein bisschen klar machen, wo es sinnvoll ist, die Punkte hinzusetzen. Tja, das war es schon zu den Songpunkten. Wie ihr seht, gar nicht so wild. Ein bisschen geschaut, wo man die Punkte genau hinsetzt, damit die Übergänge fließend sind. Und dann sollte das Ganze locker zu handhaben sein. Nicht vergessen, die Songs natürlich zu speichern, damit die Punkte auch im MIDI-File weiterhin enthalten sind, wenn ihr den ladet. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.